Aha, kann sie durch Glas schießen, du bist so nutzlos. Ich hasse euch. Ich hab einen Laser, ihr nicht. Ihr könnt sowas von einpacken, Jungs. Könnt ihr nicht einpacken? Soll ich euch das noch zeigen oder was? Also als erstes nimmt man mal großen Sachen, zum Beispiel Handtücher, die lege ich immer ganz unten hin. Wenn ich in denselben Koffer, wenn ich möglichst wenig mitnehmen will, dann lege ich in denselben Koffer auf die Handtücher dann erstmal meinen Laptop, weil dann ist der schon mal weich gelagert, ne? Ich hab doch noch 5 Schutzschild, warum behauptest du, hast du die Luft aufgelöst oder wolltest du es behaupten? Ja, ja, was auch immer. Ah, viel zu langsam. Und dann lege ich oben drauf die kleineren Handtücher, ne? Also wenn ich noch kleinere Handtücher mitnehme. Kann ich das kaputt schießen? Oh, ich habe schon kaputt geschossen. Da ist ja schön weich gepolstert und dann passiert da nicht so viel. Stealth! Geil! Geil! Stealth ist so geil. Nicht so wie das kloakende Fieke in... die das kennt. Das Spiel, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ja, sterbt doch mal alle. Oh, mein Stealth-Power hält nicht mehr so lange. Soll ich mich irgendwie ein? Stirb schon. Oh ja. Ich kriege auch noch so noch klein. Ohne dass ich getarnt sein muss. Hui! Airborne Mutigen. Mutigens. Mutigens, wie auch immer. Steckt voll viele Secrets. Ich habe gedacht, das wäre irgendwie eine Kiste, die ich aufschießen kann. Aber doch kein Schalter. Schieb doch deine Zielerfassung in den Arsch. Das Ding schiebst du dir auch gleich mal in den Arsch. Doch mal da. Geil. Lalalala. Ah, so anspruchsvoll, diesen Gegner zu töten, so. Oh, triffst du mich nicht? Tut mir aber gar nicht leid. Ja, ich wusste, dass der Panzer gleich zurückkommt, werde ich noch auf den Ding schießen, aber er ist so langsam. Was hast du dir so gedacht, was? Ich bin so gut. Das ist eine echte Herausforderung, diese Dinger zu vernichten. Noch eine große Herausforderung, ob ich die schaffen werde. Munition wäre langsam mal wieder nicht schlecht. Muss man auf die Hardcore-Variante. Ah! Dazu muss man auf die ganz schnell abhauen Variante. Geht ja mal gar nicht. Wo ist mein Laser?
la 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 la. Munition. Aber gerne doch. Immer noch nur Power Level 2. Was zur Hölle? Ich höre doch hier Raketen schießen. Komm, oder? Oh. Ah, jetzt hätte ich jetzt besser mal nicht mitgenommen. Wie? Ja, schön. Lalala. Muss ich mal wieder echt anstrengen? Ah, da kommt dieses Raketengeräusch her. Da kam auch vorhin das Geräusch her. Ja, ist ja dieselbe Scheiße, nur in grün. Grün, weil da unten grün ist. Was ist das da unten denn? Was bist du denn? Kannst du nicht nach oben zielen? Scheinbar nicht, sehr gut. Bin ich ja voll dafür, dass die Gegner nicht nach oben ziehen können. Zielen können. Wenn jetzt nochmal wieder hergefahren käme. Hallo. Hallo. Dieser Mistkerl, komm wieder her. So dauert das wegen ewig. Ich habe immerhin schon zwei Drittel aller. Okay, da geht's also schon mal nicht runter. Also müssen wir hier runterfliegen. Warten wir noch einen Moment. Ah! Was macht das Ding mit mir? Also außer mich. Ach ja, richtig, das erzeugt diesen Energieball-Dingens. Eine was für Grafkon-Rakete? Ding, das schießen tut ganz böse. Haha, muss ich mal wieder anstrengend diesen Turm vernichten. Och nö. Schön, wie ich dann vorbeigeschossen habe, hä? Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet, was? Ja, dass ich so vorbeischieße. Ach, jetzt hänge ich wieder an der Decke. Wie oft mir das in diesem geschehen ist. Passiert ist, meine ich. Ach. Jetzt hänge ich selbst in meinem Feld. Ist der Gegner tot? Geht er mit Nitro raus? Ich habe kein Nitro. Kann ich ohne Nitro mit Nitro raus? Wohl nicht. Über zwei Drittel der Gegner sind tot, das heißt, die Runde muss bald enden. Da komme ich wahrscheinlich wieder rauf, wenn ich wieder rauf. Möchte ich da wieder rauf? Warum soll ich da wieder rauf holen? Also, so spontan wird mir da ein Grund einfallen. Hey, es ist immer noch nicht gecrashed. Macht's wahrscheinlich gleich. Es schaut mir ins Gesicht. Und es mag mich nicht. Oh, da habe ich auch sehr toll gespeichert. Da habe ich gestealtht. Na, dann geht es ja. Ja. Und würde ich denn da jetzt... Boah, da oben respawnen. Geht doch mal gar nicht. Auf die ganze Zeit anzugucken. Guck doch mal jemand anders an. Bin ich der Einzige, der hier rumfliegt? Sagt, behauptet man zumindest. Angeblich gibt es hier noch Konkurrenz. Aber die scheint immer nur mich hier zu jagen und nicht den Feind. Ich habe übrigens 9 Goldbars. Und kaum noch Energie. Also zumindest nicht mit dem Laser. Ah, ich stecke mich in die Ecke.
kriege ich den ja noch tot mit den restlichen Waffenenergie. Ja. Das habe ich wirklich nur über 4. Noch einen kriege ich nicht tot. 89. Hey Süße, Lust auf 69? Der Metatank hat sie bemerkt. Was zur Hölle? Munition. Bitte? Was ist der Megatank? Und inwiefern muss ich mir das Sorgen rummachen? Fliegt vielleicht besser einfach weiterfliegen. Was zur Hölle? Ich flieg dann einfach mal weiter, ja? Tür ist übrigens zu. Wenn ich das Ding jetzt noch töten soll, könnte das anspruchsvoll werden. Ich hab nämlich nicht mehr... Ich nehme einfach mal an, dass ich das Ding nicht töten muss. Aber ich würde es mir doch schon mal gern genauer anschauen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, nett! Das Spielzeug. Ich kann es sogar töten, geil. Das schießt heftig. Naja, wenigstens schieße ich nicht vorbei. Vielleicht anspruchsvoll, da vorbeizuschießen. Das war's. Ernsthaft? Ich meine, ernsthaft? Die werfen ja riesige Mengen an. Na, jetzt bin ich wieder hier. Ich meine, die werfen ja was weiß ich, was für Gegner alles in den Weg, die 2 Milliarden Leben brauchen. Bis es endlich mal tot ist und dann kommt sowas? Okay, das Ding kille ich jetzt aber. Das. Zielerfassung. 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 Das kann sich ja nicht mal wehren. Oh doch, ich stelle gerade fest, das kann es. Also es. Jetzt von hinten es anzugreifen, ist nicht so die gute Idee, stellen wir fest. Es bringt nicht mal was, es in die Luft zu jagen. Wo muss ich jetzt weiter? Das ist jetzt eine gute Frage. Was bist du denn für über... Aber locker, Junge. Muss ich nicht gleich Akro schieben ohne Ende. Also das Ding war jetzt lächerlich, ganz ernsthaft. Nach dem Fleischklumpen, ne? Irgendjemand hat bei denen gerade wirklich die Schwierigkeit falsch. Spiele ich die Levels gerade rückwärts oder so? Nee, das kann ja auch nicht sein. Ich meine, ernsthaft, das war jetzt nicht schwer, das Ding. Das sind die normalen Gegner ja schwerer. Also zum Beispiel das Ding. Geht ja mal gar nicht, das Ding. Natürlich nicht, es fliegt ja auch. Oh. Ah, gut. Ach nee, dann nicht da, muss ich wieder nicht. Ist das nicht so ziemlich das Erste, was man behebt, wenn man mal eine neue Version bringt? Dass es dauernd abstürzt, wenn man irgendwas ganz oft macht? Spielen wahrscheinlich nie auf Total Mayhem. Also ich spiele immer auf Easy. Das ist mir schwer genug. Da muss ich schon auf Gegner achten, das ist nix. Ach komm! Deine Mutter achtet auf die Panzerung. Wo ging's denn hier raus? Da ging's raus. Kommt schon her! Dann warte ich eben. Ich hab's nicht eilig. Doch, hab ich.
Muss schon in Siedler 1 genug warten. Einer ist, glaube ich, schon tot. Was ist das? Power. Yeah, brenne! Nett? Wirklich nett? Mein Schutzschild hat sich in Luft aufgelöst. Welche? Also, ich glaube, das ist dieselbe Energie wie die Saskan. Kann das sein? Brenne! Oder benutzt es wieder eine eigene Munitionsart? Keine Ahnung. Zu viele Munitionsarten verwirrt mich. Es gibt eine Munitionsart. Was? Eine? Das verwirrt mich. Das sind so viele. Das prallt sogar ab. Hä? Schmuck, schnuck, schnuck. Wo ist jetzt das Geheimnis, das ich geöffnet habe? Suchen! High-End hier. Was ist das denn hier? Hallo? Oho. Ja, auf! Und drunter ist noch ein Goldbahn. Zielerfassung. Zielerfassung. Ach, lächerlich. You earned yourself an extra life. Hey, ich habe wieder 5 Leben. Zielerfassung. Oh, ich habe keinen Flammenwerfer mehr, wie es aussieht. Tja, muss ich mit dem Laser weitermachen. Okay. Ist übrigens gecrashed. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel sowas macht. Stellt sich mir jetzt persönlich die Frage, ob ich das wirklich will, wenn da wieder Gegner kommen. Ne? Na gut, ich habe 5 Leben, was soll's. Ne? Ich bin noch ausgewichen. Ich brauche ein anderes Schiff, eins, das besser reagiert. Eins, das auch nicht gleich auseinanderfällt, wenn man es getroffen wird. Haben wir nicht. Scheinbar muss ich das Spiel erst freispielen, indem ich... Ach, leck mich, total Mayhem durchspiele. Bleib halt einfach da, wo du bist. Dann leben wir alle beide viel länger. Ja gut, du vielleicht nicht, aber ich auf jeden Fall. Na, die letzte Solaris war ja auch super. Ach, leck mich doch! Wo lande ich, wenn ich wieder... Warum lande ich das da? Wo bin ich da überhaupt? Oh, leck mich. Es ist abgestürzt, wow. Es nervt überhaupt nicht, dass es ständig abstürzt. Nicht im geringsten. Also solange ich das Leben nicht mitnehme, kriege ich keinen neuen Gegner vorgesetzt. Sehe ich das richtig? Gut, ich habe ein Geheimnis entdeckt, das mir nichts bringt. Wo will ich denn nun lang? Ich zünd mal Nitro. Wow, ich bin so schnell. Ich habe nämlich kein Nitro. Hier ist nichts. Hier ist geschlossen. Verpiss dich, es ist mitten in der Nacht, du Spaß. Ach, das war mein eigener Feuerball. Ich habe vor meinen eigenen Waffen Angst. Gute Idee.
Oh, wie er mich einlegt. Einlegt. So habe ich mir das vorgestellt. Genauso. Funktioniert nicht.